Nachdem mich einige von euch gefragt haben, wie der Loop mit Hebemaschenmuster in groß, in ausgebreitet aussieht, habe ich ein Video vorbereitet, beziehungsweise zeige ich das euch jetzt. Der ist 88 cm lang, doppelt, also 176. Lang wäre er, wenn es ein normaler Schal wäre und kein Loop, und 38 cm breit. Und der Vollständigkeit halber zeige ich euch noch, wie das auf der Rückseite ausschaut. Also auf der Rückseite kann sich der Schal auch, glaube ich, sehen lassen. Und das war's, glaube ich. Ein ganz kurzes Video von mir. Die restlichen Videos zum Muster werde ich in den nächsten Tagen online stellen. Die muss ich erst schneiden. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Restwochenende.